ich bin ja jung und deshalb wie wahrscheinlich mehr als drei Viertel in diesem großen Raum ebenfalls in sozialen Netzwerken unterwegs und ich benutze manchmal so eine App namens Jodel. Für alle, die nicht wissen, was das ist eine anonyme Kommunikationsseite, ursprünglich für Studenten. Mittlerweile nutzen sie fast alle Altersgruppen und dort werden eben lustige Alltagssituationen oder Ähnliches erzählt. Und so ein Jodel habe ich eben gelesen. Und zwar hat dort ein Mann gepfiffen, eine Frau daraufhin gefragt, ob er das nicht armselig fände und sich über sie lustig gemacht wurde, weil der Pfiff einem Hund galt. Ich bin auf keinen Fall der Meinung, dass ihr Mitleid haben sollt, das hat noch niemandem geholfen, aber Verständnis dafür, dass sie sich ohne zu denken wehrt und das vermutlich nicht das erste Mal diese Woche war, woraufhin ich mich frage, wieso ist das nicht jedem in den Kommentaren klar? In einem Gespräch mit einer Frau darüber, wie es ist, auf der Straße angemacht zu werden, sagte sie, ich solle damit leben, alle anderen kommen damit auch klar, so ist das halt als Frau. Hatte sogar hier schon etwas damit zu tun, zu versuchen, nicht wie alle anderen zu sein? Auf keinen Fall, sagte die besagte Gesprächspartnerin, welche jetzt etwas durcheinander scheint, so ist das schon immer gewesen als Frau. Aber ich bin doch noch gar keine Frau, ich bin erst 16, eigentlich noch ein Mädchen, warum pfeifen Sie in den Autos, wenn ich zur Schule fahre? Ist es, weil ich schon im März eine kurze Hose trage, dabei freue ich mich doch einfach nur auf den Sommer. Ab wann ist man eine Frau, sodass sie einen mit Blicken ausziehen, so eine Frau will ich nicht werden? Mit Blicken nicht auf den Aufdruck meines T-Shirts Atomkraft nein Danke gerichtet, das steht nämlich auf Bauchhöhe, und auf mein Gesicht erst recht nicht, will ich auf keinen Fall am helllichten Tag von der anderen Straßenseite von einem Mann auf einen Drink eingeladen werden, auch nicht bei Nacht, scheiße, ich bin 16. Auch wenn ich 17, 18, 19, 20 bin, nie. Auf die Aussage, das ist nicht fair, bekomme ich immer nur, das Leben ist halt nicht fair. Okay, das habe ich verstanden. Aber kann es nicht wenigstens Geschlecht, Sexualitäts- und aussehensunabhängig gleich unfair sein? Verdammt, warum bekomme ich von einer Frau so eine Antwort? Sie müsste doch wissen, wie es ist, an der Ampel zu warten, den Schweiß der Blicke im Nacken zu spüren, den Geruch des billigen Deos zu schmecken. Galt dieser Pfiff mir? Fuck, warum ist diese Ampel so lange rot? Hätte ich doch die lange Hose anziehen sollen? Aber heute ist es heiß. Da kommt jemand, eine Frau, du bist meine Rettung. Du hast das sicher gesehen, sag doch bitte was, ich bin hilflos, du auch, lass uns zusammen weniger hilflos sein. Du sagst nichts. Du trägst doch eine lange Hose und weiten Pulli, aber heute wären es doch 27 Grad, du sagst immer noch nichts. Das Schweigen verletzt mich fast mehr als das beißende Gefühl des Ekels hinter mir. Eine Stunde später habe ich den Vorfall fast vergessen und am Abend im Bett mache ich mich über meine eigene Paranoia lustig. Es war doch nur ein Pfiff, vielleicht galt er ja auch hier einem Hund. Ab wann ist man so Frau, dass man gesagt bekommt, man soll sich über die Bestätigung freuen oder es als Kompliment ansehen, wenn mir ein alter Sack über 40 sagt, dass ich heiß aussehe? Oder dann pass mal besser auf, dass du nicht noch einen Herzinfarkt bekommst, so eine Frau will ich nicht werden. Ist es ein Alter, eine Haarfarbe, ein Kleidungsstück zu viel oder zu wenig, eine Bewegung, eine Körperform? Sieht er mir an, wie ich mich fühle? Oh, zeig bloß keine Emotionen, sonst entsprichst du dem Klischee. Wir wollen keinem Klischee entsprechen, wenn wir unsere Emotionen zeigen und wir ziehen uns auch nicht schön an, nur damit du das als Einladung siehst, uns zu begrapschen. Du zeigst zu viel Haut, zieh dich doch mal weiblicher an, viel zu viel Make-up, mach dich doch mal schön, heul doch nicht so viel, das finden Männer nicht attraktiv. Warum verstehen es immer noch so viele nicht, dass es uns scheißegal ist, ob dieser Mann auf der Straße uns mit 5 cm weniger Stoff 50% attraktiver findet, wenn es immer noch der Standard ist, von Männern angemacht zu werden und das zu sagen, sich dagegen zu wehren, darauf aufmerksam zu machen, ist das kein Männerhass. Hass ist die Respektlosigkeit, die du mit diesem Pfiff, diesem Ruf, diesem Kompliment vermittelst. Das ist Hass. Dankeschön.